Gut, es war auch nicht legal. Nichts ist hier legal. Wäre auch mal interessant irgendwie. Ein GTA-Spiel, wo man alles irgendwie legal macht, aber auf total geschickte Art und Weise. Ja, wobei, das wäre wahrscheinlich extrem langweilig, fällt mir gerade mal so auf. Damn, they got messed up. Aber hallo. There it is. Okay, fool on the radio said drop it at the repair shop. I heard that. I think there's one on Adams Apple Boulevard. Wieso hört er uns zu? That is invading our privacy. So geht das aber nicht. I'd say you about earned a tow job of your own. Come on, Tiny. I told you better than that. Don't get all high and mighty. You know different. You ain't afraid to use what you got to get paid. Man, what are you talking about? I heard about you. Rec boying on the side. Selling yourself. What? That's what people are saying. You know Sharonda's cousin Kiara's nephew Deontay? Skinny kid with the big head? They call him Golf Club. No, I don't know Sharonda's cousin nephew. He saw you with a rich white boy. I ain't judging. I mean, we all got bills to pay. Man, that's so messed up. I don't even know where to start. Crackhead ass Grapevine really outdone they self this time. Just drop that bad boy in the parking lot. Die glauben ernsthaft, ich würde mich verhuren für einen reichen White Boy. Why you making a big deal out of this? That should do it. Can you give me a ride back to the yard? Like I don't got nothing else better to do than drive your ass around. Weißt du, kaum machen wir mal Geschäfte, ey, denken die Leute direkt, weil sie es nicht besser wissen. Alles klar, der vögelt den weißen alten Sack für Kohle. Gibt's ja wohl nicht. Dennis meinte, er findet Franklin am uninteressantesten. Yeah, I heard that one before. We'll get some drink, get some smoke, get some good food, do it right. Me, you, JB, Tanisha, if you want. Now that ain't happening. Okay. You, me, JB, and that clown Lamar Davies, old school. If you ain't too busy rent boying, that is. Well, fuck you. Okay, wenn ich Franklin wäre, würde ich das wahrscheinlich auch nicht erklären. You solid, Franklin. Thanks again, baby. Don't be a stranger. Ohne Scheiß, die lachen sich doch hinter meinem Rücken über mich Schrott, ganz im Ernst. Silber, weil ich einen Kontrollpunkt brauchte, weil ich fucking Tanja einmal verletzt habe. Es tut mir so leid. What can I say? I'm literary girlfriend. Okay, hit me up tomorrow. Alter. Kriegt man doch echt einen Ausraster. Manche Leute. So, wir gucken mal, wie es unseren Finanzen geht. Ich freu mich schon, Well, what the fuck? So, mein Portfolio, Bitches. Oh, 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 $102,775. Oh yeah, that's what I'm talking about. Aktueller Stand ist $350 über dem bisherigen Maximum. So läuft der Hase nämlich. Prozentualer Gewinn 66%. Da geht aber noch was, da geht noch was. Ich bin fest davon überzeugt, bevor wir das nächste Mal uns mit Lester treffen. Mal gucken wir nochmal, was gucken wir denn? Wir gehen nochmal zu Trevor. Gucken, was bei Trevor abgeht. Wo treibt der sich denn rum? Wo ist das?
Okay, sieht groß aus. Sieht schick aus. What the fuck ist das? Sieht riesig aus. Hey, by the way, I left a turd in the pool. Code Brown. Ah, hier ist ein Golfclub. Oh mein Gott. Ist das ein verkackter Mongo. Ach. Lass uns erstmal hier ein schönes Auto klauen. Boah, ob ich jetzt noch... Ob sich das jetzt noch lohnt? Ron, ich habe gerade Radiowerbung für die Flugschule gehört. Sie ist in Los Santos. Sag nicht, dass du was Neues lernen musst. Dachte nur, es könnte dir gefallen. Ron, da waren heute so ein paar Chinesen beim Wohnwagen. Schienen etwas sauer zu sein. Hast du die irgendwie verärgert? Ron. Und eine E-Mail. Haftbomben und Benzinkanister verfügbar bei Ammunition. Internet. Finanzen und Dienste. Mein Name Märkte. Eta Pharmaceuticals. Aktuell bei 300. Ich glaube, lohnt sich da immer noch zuzuhauen. Oder was meint er? Oh, hätte ich direkt machen müssen. Ich Vollidiot. Hätte ich direkt machen müssen. Direkt nach dem Job hätte ich zu den anderen gehen sollen und direkt... Oh, ich bin zu dumm! Ich bin gespannt, wie krass die noch steigt. Die steigt mit Sicherheit noch. Kaufen. Okay, warte. Dann machen wir mit Franklin jetzt auch. Ich meine, wir haben 900.000. Wir können jetzt ja geschmeidige... Können ja noch ein bisschen was reinstecken. Ich meine, whatever. Bei 352 stand die jetzt gerade. Die steigt bestimmt noch ein bisschen. Selbst wenn die nur... Wenn wir da 200.000 reinstecken und die steigt mit 2 Dollar oder so. Das reicht ja auch noch immer vollkommen. So, was ist jetzt hier los? Wir sind... Ach, wir gammeln hinten. Alles klar. Komm, hol dein fucking Ding raus. Genau. Internet. Finanzen und Dienste. Gucken wir nochmal, wie es unseren Aktien geht. Mein Portfolio. Immer noch scheiße. Ja, ich bin begeistert. Märkte. Beta Pharmaceuticals. Die ist jetzt schon bei 358. Das heißt, Trevor hat schon wieder Gewinn gemacht. Okay, weiter geht. Für 358 pro Aktie kaufen wir uns die jetzt. Komm schon, go, 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 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, bam. Oh Gott, habe ich auf Bestätigen gedrückt bei Trevor? Oh Gott! Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich wieder zu dem zurückwechseln. Sorry, I'm so sorry. Ah, das ging ja schnell. Perfekt. Komm, hol dein fucking Handy raus. Wie viel Geld haben wir? Finanzen und Dienste. Nein, fucking, ich hab kein Geld gekauft. Ich Vollidiot. 360 ist es jetzt. Okay, Trevor, kauf, 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 kauf. So. Jetzt mache ich mit Trevor was. Brad. You, Hi T, ich bin's Brad aus dem Knast. Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen Besuch. Go, go. Ja, er ist tot, definitiv. Gibt da keine andere Möglichkeit. Guck mal, hier ist unsere geile Karre. An der gehen wir mal eiskalt vorbei. Und schnappen wir uns den Kleinen hier. Guckt gerade niemand? Gnotti Camboniziane. Ja, whatever. Kann ja kein Mensch lesen, den Scheiß da unten rechts. So, wir... Erstmal möchte ich auf jeden Fall wissen, what the fuck das hier ist. Randale. Okay, alles klar. Schauen wir uns später an. Erstmal haben wir noch einen Freak. Was geht denn hier oben ab? Ja, genau, als wenn ich jetzt jedes Mal immer nach da oben gehe und für 7.000 da so eine Scheiße mache, ganz im Ernst. Für 50.000, die hätte ich mir besser in den Arsch gesteckt. Oh Mann, ey. Die Karre ist aber zügig, muss ich sagen. Die kann einiges. Wieso schreibt ihr mir die ganze Zeit? Bist du aus Sandy Shores? Wir vermissen dich. Team ist so in Los Santos. Wir vermissen dich wirklich. Hör zu, ja.
Hier haben überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber und es ist schwer für mich als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst. Und für immer hier bleibst, so wie wir es besprochen haben. Ich habe Angst, dass dich die Ex-Menschen in Los Santos erwischen. Sie sind da. Die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben seit deinem letzten Besuch. Die O'Neills sind auch wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt. Aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. So, ein paar Chinesen haben hier rumgeschnüffelt und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind das die Typen, mit denen der Deal geplatzt ist. Aber das konnte ich noch nicht bestätigen. Ja, wie dem auch sei, vermisse ich deinen Geschäftsführer, Kommissar Schwan. Ach fuck, den kann ich ja zurückschreiben. Sollte ich mal machen. Hör auf, so ein Weicher zu sein, verdien Kohle für uns. Und wenn jemand den Laden zu nahe kommt, mach, was ich dir gezeigt habe. Eispickel in den Hinterkopf und das Gehirn mit einem Strohhalm ausschlüpfen. Alles klar. Nein, falsch. So. Die Karre ist echt schnell. Witzig, dass wir überhaupt nicht mit Michael uns treffen können. Wir können nur zu T, weil auch immer da unten dann ein T heißt. Okay, go, 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 go. Was macht ihr, Kleinen? Wonderful. A veritable treasure trove. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yeah, yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. like that, huh? Yeah. Maybe something like this. Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Andrew. You like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey. Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them. And some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! What the fuck? Pair of fruitcakes. Aber so was von? Ist das jetzt auf der Karte markiert? Wo ich jetzt hier irgendwie Souvenirs suchen muss? Kommt mir nicht so vor, oder? Naja, kommt mir nicht so vor. Also ist das jetzt hier wieder einer der Aufträge, wo man quasi selber gucken muss? Er hat doch bestimmt einen Garten, oder? Aber die haben hier ja nix. Na? Someone's on the rack. Oh, hi. Ha. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier irgendwelche Sachen klauen soll, ehrlich gesagt. Oh, erstmal daneben schlagen. Wenn es möglich wäre, uns auf deinen Fahrten durch die Stadt ein Promi-Andenken zu...
Warte, die Bereiche, in denen du Promi-Gegenstände finden kannst, wurden auf deiner Karte markiert. Stehen diese Gegenstände für Nigel und Mrs. Thornell? Ja, mal schade. Ich vermisse dich, Bruder. Und Promise, wenn es dir möglich wäre, uns und deinen Fahrten durch die Stadt ein paar Promi-Andenken zu besorgen, das wäre ganz wunderbar. Hier einige Informationen aus Mrs. Thornhills Illustrierten. Willie von Love Fist soll im Nachtclub Tequila La einen Comeback-Auftritt haben. Tyler Dixon legt gerade eine Karrierepause ein und entspannt sich. Carrie McIntosh. Mark Forstenberg. Anscheinend ist das jetzt echt auf der Karte markiert. Ja, sogar wirklich! What the fuck? Wie krank ist das denn? Okay, da möchte ich aber mal ausprobieren. Gucken, was sich da Witziges ergibt, sag ich mal. Oh Gott. Oh Gott, der Sohn von Michael schreibt, hier ist dein Nizzle Jizzle. Hey Onkel T, hier ist Jizzle, Jimmy D, der krasse Checker. Bin froh, dass du wieder da bist. Mein Dad verhält sich in letzter Zeit wie eine durchgeknallte Schlampe. Voll sauer und so. Bring ihn mal wieder runter, lass uns irgendwann mal abhängen. Ich rauche jetzt eine Menge Gras und vielleicht können wir ja mal saufen gehen oder so. Für was hältst du mich, einen degenerierten Penner? Du bist wie mein Sohn. Wenn mein Sohn ein fetter Verlierer wäre, was er nicht wäre. Ich liebe dich, du musst einer von den Guten sein, so wie ich. Weniger Gras, mehr Meth. So kriegst du was auf die Reihe. Ach du Scheiße. Da sage ich jetzt mal nichts. Ja, vor allen Dingen, weil Meth-Leute auch voll was auf die Reihe kriegen. Ah, ist doch nur Breaking Bad, ey. Scheiß die Wand an. Ja, wollen wir mal Celebrity-Gegenstände suchen gehen, ne? Nee. Oh. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry! Wer auch immer das jetzt sein wird. Ich habe übrigens immer noch nicht nachgeguckt, wo der Steinbruch jetzt hier sein soll. Ärgert mich gerade ein bisschen. Okay. Let's check it out. Kommen wir da hoch? Na, ist zu hoch. Stiehl Tyler Dixons Kleidung. Oh. Das dürfte dann Tyler Durden sein. Und ist der? Komm ich hier irgendwo rein? No puede ser. Hey, ¿qué tal? El jefe me va a matar. Sieht irgendwie nicht so aus. Wie komme ich denn an die Kleidung ran? Ist mal blöd gefragt, wenn ich hier nirgendwo reinkomme. Oder muss ich den Typen da ausnocken? Oh, no puede ser. Wäre auch witzig. El jefe me va a matar. Also das ist der Gärtner. Okay. Das Problem ist, ich komme hier nicht rein. Das heißt, ich muss irgendwo andersrum. Come on, get in the hot tub with me. I'm bored. I think that pill you gave me is wearing off. I've been watching you do laps for like two. Hey! Who the fuck are you? Yo, what do you think you're doing here, man? This is private property. Just pretend I'm not. Hey! He just took my clothes! Nö. Alles cool. Oh, da hat er aber schnell die Polizei gerufen, muss ich sagen. Direkt zwei Sterne, scheiß die wandern. Ja, für Celebrities tut man halt alles, ne? Ich mache einen Abgang. Nicht in die Richtung, da ist die Polizei. In die Richtung. Da kommt mir die Polizei auch entgegen. In die Richtung. Da kommt die Polizei auch, so halb. Da in die Richtung.
Aua. Wie krass, wie weit man die hört. Übelst. Okay, Houston, we have a problem. Oh, da ist mir einer auf den Fersen. Das ist ja mal ein Katz-und-Maus-Spiel, ja. So, hier müssen die nicht an mich drankommen eigentlich. Hier müsste ich die Sterne in naher Zukunft verlieren eigentlich. Und da habe ich sie verloren. Wisst ihr, was wir mal machen können? Aber wir rufen Nigel an. Hello, this is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me, in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Was habe ich denn jetzt genau davon? Nix. Kein Geld dafür bekommen. Einfach nur just for fun, nehme ich mal an. Und man levelt natürlich schleichen. Ne, nicht SMS. Wir wissen, wie es meiner Kohle geht. Naja, das mache ich nämlich gern. Außerdem muss man natürlich auch im richtigen Moment verkaufen, deswegen. Da haben wir schon 2000 Gewinn gemacht. Die ist jetzt bei 379. Letzter Stand war 380. Okay, sie ist durch, sie ist durch, sie ist durch, sie ist durch. Sie ist durch, 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 sie ist durch. Schnell zu Michael, der hat da am meisten Kohle reingesteckt. Wo sind wir denn? Achso, da. Was machen wir da? Man, that fucking ocean. I can look at that all day. Ja, der ist ja auch fucking awesome. Michael, wir müssen Aktien verkaufen. Und zwar zügig. Da haben wir immerhin... Ja, die ist jetzt nämlich bei 379. Ich glaube, viel weiter wird die nicht wachsen. Wir haben über 31.000 mitgemacht. Das ist doch nicht so verkehrt. Alle verkaufen jetzt hier. Scheiß drauf, ey. Okay, schnell zu Franklin. Der müsste prozentual den meisten Gewinn gemacht haben, weil der natürlich am frühesten investiert. Und wenn wir mit Franklin die Sachen verticken, dann sind wir bereit für die nächste Lester-Mission. Ja, für mich geht es hier nur noch um Money. Habt ihr bemerkt das? Es geht nur um the Money. Scheiß auf die Story, ich will Money machen an der Börse. Ja, komm, lad doch mal ein bisschen schneller. Hey, holler at me, y'all. Peace. Aber oh, wir sind betrunken. Oh, man, sind wir betrunken? Weiß ich nicht. No, no, man, what's wrong with you? How are you gonna maintain that spectacular level of ignorance? 125.000, oder? Wie weit ist die? Letzter Stand 381, jetzt ist über 380. Ja, wir verkaufen alles. 280.000. Jetzt haben wir 318.000. Das ist awesome. Das ist awesome. Ist das mein Auto? Das ist mein Auto, oder? Nee, es ist nicht, oder? Oh mein Gott. The answer is no. I can't haul at my boy now. Thought you might want to know, being a high roller and all, they finally put the towing company up for sale. You know the business, could make you some good paper. And you could keep JB on as a driver when he gets his head straight. Shit, I think about it. Wenn das gut Business wäre, ne, das ist nicht meine Karre. Fuck, wo ist meine Karre? Warte. Mein Auto zurück.
Wenn er jetzt weg ist, ne? Wo ich so viel Geld rein investiert habe. Dann bin ich echt traurig. Komm schon. Bitte sei da. Komm schon. Bitte sei... Oh, fängt jetzt hier an zu bohren. Awesome. Awesome. Ich liebe es, wenn hier gebohrt wird. Ich finde das immer wunderschön. Ist wie Musik in meinen Ohren. Nein, er ist nicht hier. Ich will wieder an mein Auto kommen. Das ist so scheiße. That's bullshit. Oh Mann. Denise. Typisch, wie du mal wieder deiner Tante warnest. Franklin, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mir Sorgen gemacht. Hab daran gedacht, dich anzurufen, aber du gehst nie ran. Also habe ich mich ein wenig umgehört und herausgefunden, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil das hier nicht mehr dein Zuhause ist. Du wohnst jetzt in Winewood Hills, wo du nicht hingehörst, Junge. Eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Naja, nur damit du Scheiß weißt, ich war in der Wüste und habe da eine Ausbildung zur Trainerin für Beckenbodenübungen gemacht. Bin da unten schon lange schwach, aber es reicht. Jetzt bin ich stark und werde führen und du bist schwach. Nicht nur als Mann, sondern auch als Mensch. Du verlierst dich und das gefällt mir nicht. Du hast keinen Respekt. Was, wenn ich ein Frauenkunstzentrum im Haus öffnen will? Was, wenn ich dort Beckenbodenkurse geben will? Wie ich gerne sage, einmal Gesindel, immer Gesindel und genau das bist du, Junge. Ich habe meine Schwester geliebt, aber sie hat eine Menge Fehler gemacht, unter anderem dich zu bekommen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss grenzenlose Liebe erfahren, deine Tante. Meine liebe Tante, mach nichts mit dem Haus, das gehört zur Hälfte mir. Veranstalte keine Kurse und auch keine Beckenbodenübungen, gar nichts. Und sage fertigst nicht so respektlose Sachen über meine Mutter. Sie hat nur einen Fehler in ihrem Leben gemacht und das war dir ein Zuhause zu geben. Viel Glück mit dem Beckenboden. Die Leute haben schon immer gesagt, dass du da unten ziemlich weit bist, weil dich in deiner Jugend so viele Typen ausprobiert haben und dann verschwunden sind. Alles Gute und lass mir die Ruhe, Franklin. Alles klar. Moment, haben wir mit Franklin verkauft? Ja, wir haben mit Franklin verkauft, alles klar. Ich wollte eigentlich mit Trevor andere Dinge noch machen. Trevor hat 4 Aufträge? Hab ich da gerade richtig gesehen? Ich fahre immer noch mit dem Auto durch die Gegend. Finde ich ansprechend, Trevor. Ich weiß zwar nicht, wo du hin willst, weil da gehen wir ganz sicher nicht hin. Wir gehen jetzt mal hier zu T und fragen uns, was da abgeht. Okay, die Karre geht hart ab. Oh, Realismus ohne Ende bei GTA 5. Habt ihr das gesehen, Leute? Das war Professional Business. Professional Haircare for you. Das war eng, aber ich passe da durch. Die Schilder können nicht mal. Wir sind ja fast am Strand. Ah ja, genau, wir sind ja, genau, ich erinnere mich, wir sind ja in der Nähe des Psychopathen untergekommen. Aber ich wollte mit Michael nochmal zum Psychopathen gehen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aua! Oh, ich habe schon Aua geschrieben, bevor ich überhaupt in das Auto gefahren bin. Ich konnte den Zug voraus. War auch besonders schwierig. Kotze Musik für harte Männer. Ja, schon. Erstmal mich selbst einparken. So wie es das gehört. Ja, die scheiß Karren, die sind natürlich überall, ne? Die keiner haben will. Motherfucker. And Trevor is Trevor is a. What is with Trevor? Trevor is a what? Trevor is a good guy. He's got family. Got kid, ain't he, Floyd? That's it, right? Yes, Trevor.
But the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's going to leave me. I mean, this is her place. And the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. What the fuck? I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Show me. Show me, boy! I don't want to. Oh, God. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just put your Johnson away, sir? Yes, I work at the docks. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. What the fuck are Trevor for? We got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss... Erstmal wegdrücken.